Leute, ich bin sehr gespannt, was heute passieren wird, denn ich bin jetzt gleich mit einem Jäger verabredet und der nimmt mich mit auf die Jagd. Ich will nämlich rausfinden, ist Wildfleisch wirklich das bessere, nachhaltigere Fleisch? Ist Wild gleich Wild? Also wo liegen da die Unterschiede? Und welchen Einfluss hat die Jagd denn auf die Natur, auf das Ökosystem Wald? Es ist kurz nach 18 Uhr. Gemeinsam mit Tim laufe ich zum Hochsitz. In 2 Stunden fängt es an zu dämmern, die beste Zeit zum Jagen. Warum gehst du denn jagen? Was sind für dich da die Beweggründe? Es gibt 2 Hauptbeweggründe. Der eine ist gutes Fleisch und der andere ist Waldwachstum ermöglichen. Ja, also klimaresiliente Wälder oder naturschutzfachlich gesagt einfach artenreiche Wälder. Tim geht hier in Brandenburg regelmäßig auf die Jagd. Er ist Mitglied im Ökologischen Jagdverein Brandenburg-Berlin und bildet auch selber Jägerinnen und Jäger in respektvoller Jagd aus. Er selber jagt nur Schalenwild, also Rotwild, Dammwild, Rehwild und Wildschwein. Er zeigt mir, welche Auswirkungen Wildtiere auf den Wald haben können. Man kann jetzt grob raten, welche Seite geschützt war und welche nicht. Das heißt, so sollte der Wald aussehen. Genau, so sollte der Wald aussehen, mit verschiedenen Laubbaumarten. Hier stand bis vor einem Jahr ein Zaun und das konnte eben aufwachsen. Und hier stand kein Zaun und es ist, was da kommt, wird gefressen. Vor allem Rehe und Hirsche fressen gern die Blätter und Triebe von jungen Bäumen. Durch diesen Verbiss verringert sich die Artenvielfalt im Wald. Es wird immer noch zu wenig geschossen. Ja? Und der ÖJV steht dafür, dass wir effektiv jagen, vor allem damit sich eben Wälder naturgemäß verjüngen können. Also, dass junge Bäume ungestört heranwachsen können. Der ÖJV versucht, die Jagd an vielen Stellen ökologischer zu gestalten als die konventionelle Jagd, die der Deutsche Jagdverband betreibt. Ein Punkt dabei, der Verzicht auf Blei. Also ich schieße seit 2004, seit das zum ersten Mal aufkam, das Thema, nicht mehr mit Blei. Und in Brandenburg ist zum Glück seit, ich glaube, 3 Jahren auch verboten, mit Blei zu schießen. Und ich verstehe nicht, warum es immer noch Jäger gibt, die das nicht einsehen wollen. Die Überreste von mit Bleimunition geschossenen Tieren können vor allem für Aasfresser wie Geier und Seeadler tödlich sein. Auch für uns Menschen sind solche Bleispuren im Essen ungesund. Seit Februar ist es EU-weit verboten, an Gewässern mit Bleischrot zu jagen. Die Verwendung von bleihaltiger Büchsenmunition, also Kugeln aus Blei, ist nach der aktuellen gesetzlichen Regelung sonst bisher in Deutschland noch erlaubt. Die meisten Bundesländer gehen da aber ihren eigenen Weg und haben die Jagd damit mittlerweile verboten. Außer Bayern, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Ab jetzt müssen wir leise sein. Wir sind am Hochsitz angekommen. Ich bin ja sehr gespannt, ob wir gleich irgendwas sehen werden oder nicht. Vielleicht passiert doch einfach gar nichts. Also ab jetzt ist wichtig, dass wir uns langsam bewegen. Um das Schalenwild nicht aufzuscheuchen. Für Tim und mich heißt es jetzt warten. Wir sind jetzt aber ja nicht alleine, ne? Also wie genau funktioniert die Jagd jetzt gemeinsam quasi? Also außer mir sind jetzt noch 8 Jäger draußen. Und wir waren gestern schon draußen und heute nochmal. Also ein Gruppenansitz. Deswegen auch orangene Kleidung ist vorgestreben von der Sicherheit. Das ist eben etwas effektiver, wenn wir zu mehreren draußen sitzen, als wenn wir ganz alleine sitzen. Deswegen ist diese Intervalljagd eine gute Methode, um Störungen zu reduzieren. Die Jagd erfolgt meist vom Ansitz. So kann man von oben auf das Wild schießen und der Schuss geht eher in Richtung Boden als in die Ferne. Also was hier vorbeikommen kann, ist Rehwild, ist am wahrscheinlichsten. Oder Dammwild, Schwarzwild. Die Rehwildpopulation ist unter allen Wildarten die höchste. Während 1990 900.000 Rehe erlegt wurden, waren es 2022 mehr als 1,2 Millionen. Parallel hat sich die Zahl der erlegten Wildschweine von 300.000 auf 900.000 verdreifacht. Bisher noch alles ruhig. So langsam bricht die Dämmerung über uns herein. Aber es ist für die Tiere nicht auch wahnsinniger Stress, so eine Jagd. So eine Drückjagd im Winter. Ja, ist es. Bei der Drückjagd versammeln sich mehrere Dutzend Jäger und Treiber und drängen das Wild gemeinsam mit Hilfe von Hunden an eine Stelle, um dann so viel Wild wie möglich schießen zu können. Das ist wie ein Wolfsrudel.
das Wild hat totalen Stress und dann ist es wieder weg, das Wolfsrudel. Und das Wild kann einfach seinem normalen Rhythmus nachgehen. Das ist viel stressfreier, als wenn ich jeden Tag oder alle zwei Tage irgendwo in meinem Revier unterwegs bin und dem Wild auflauere. Es ist immer eine Herausforderung zwischen effektiv jagen und wirklich störungsarm jagen. Laut einer kanadischen Studie von 2012 haben Wildtierforscherinnen und Forscher beobachtet, dass Elche in der Jagdsaison eine erhöhte Wachsamkeit aufweisen und ihre Nahrungssuche einschränken. Sie hungern also lieber, als dass sie sich einer Gefahr aussetzen. Die Forschung spricht dabei auch von einer Landscape of Fear, einer Landschaft der Furcht, in der die Tiere leben. Anders als für den Deutschen Jagdverband ist für Tim und den ÖJV eine Zufütterung im Winter tabu. Denn dadurch werde der Wildbestand künstlich hochgehalten. Genau das Gegenteil von dem, was der ÖJV erreichen will, um das Ökosystem Wald zu schützen. Gerade eben, da vorne war gerade irgendein Geräusch. War da was? Ich vermute, es war mäuserisch. Es ist kurz vor neun. Zu dunkel, um weiter zu jagen. Auch die Kamera schaltet in den Nachtsichtmodus. So, wir haben nichts gesehen und nichts geschossen. Nicht geschossen ist auch gejagt, wie es so schön heißt. Ja, ich muss sagen, ich bin fast ein bisschen erleichtert, dass wir nichts erwischt haben. Wie oft kommt es vor, dass du hier sitzt und es passiert einfach nichts? Also 9 von 10 Mal passiert nichts. Einen Tag zuvor sah das aber anders aus. Okay, krass. Und den nehmt ihr immer schon im Wald aus, richtig? Ja, also möglichst schnell nach dem Schuss, weil das einfach hygienisch notwendig ist, damit die Innereien rauskommen und nicht die Bakterien sich im Tier verteilen. Tim versucht, so viel wie möglich vom Tier zu verwerten. Innereien außer Herz, Leber und Nieren bleiben im Wald für Aasfresser als Nahrung zurück. Kann man denn immer sicher gehen, dass das Tier nicht gelitten hat? Nicht ganz sicher gehen. Also es gibt immer ein Restrisiko, dass es im Schuss noch einen Schritt macht, wo man nicht mit gerechnet hat. Aber ja, auszuschließen ist es nicht. Wenn ihr das Fleisch jetzt verwertet, wie stellt ihr denn sicher, dass das Tier auch gesund ist? Ich bin kundige Person als Jäger und muss am lebenden Tier feststellen, dass es sich normal verhält. Und an den Innereien kann ich feststellen, ob dort krankhafte Veränderungen sind oder nicht. Wildschweine müssen zusätzlich auf Trichinen, also Wurmbefall, vom Tierarzt untersucht werden. Der muss das Fleisch vor der Verwertung freigeben. Wie sieht es denn da mit radioaktiver Belastung aus? Also bei Rehen ist es kein Problem, aber Wildschweine im Bayerischen Wald zum Beispiel dürfen immer noch nicht in Verkehr gebracht werden. Das liegt daran, dass Wildschweine sich von unterirdisch wachsenden Pilzen ernähren, die besonders hoch belastet sein können. Eine aktuelle Karte zur Belastung von Pilzen findet man zum Beispiel beim Umweltinstitut München. Hast du das Gefühl, dass sich das Bild von Jagd verändert in der Gesellschaft? Die Gegner, habe ich das Gefühl, bleiben irgendwie mal gleich. Die Befürworter werden gerade mehr seit ein paar Jahren. Anscheinend ist es auch Lifestyle geworden, ja, sich selbst gutes Essen zu besorgen. Wie sieht's bei euch aus? Esst ihr Fleisch? Und wenn ja, greift ihr da auch mal zu Wildfleisch? Schreibt mir eure Meinung zum Thema gerne mal unten in die Kommentare. Es gibt aber auch Stimmen, die sich gegen die Jagd aussprechen. Zum Beispiel der Deutsche Tierschutzbund. Würdet ihr denn als Tierschutzbund fordern, dass die Jagd komplett abgeschafft wird? Im Grunde wäre dann aus Tierschutzsicht eine Jagd nur dann zu rechtfertigen, auch Tiere, die nicht mehr zu retten sind, weil sie Verletzungen erlitten haben oder weil sie krank sind oder im Fall einer akuten Gefährdungslage für den Menschen. Die Jagd als Nahrungsquelle schließt der Tierschutzbund aus. Außerdem sei das Argument der Populationskontrolle kein vernünftiger Grund, um ein Tier zu töten. Wenn du sagst, okay, Jagd sollte das letzte Mittel sein, um zum Beispiel den Wald und auch junge Bäume zu schützen, was wären denn dann die Mittel? Also was könnten wir dann tun? Also es gibt natürlich Managementmaßnahmen, um die Bäume zu schützen. Also zum Beispiel durch Plastik, dass man drumherum als Schutz aufbauen würde, ne? Indem man die jungen Bäume tatsächlich auch abschirmt. Im Grunde, ne, die Bäume schützen, statt das Wild entnehmen. Laut Tierschutzbund hat sich der Zustand im Wald durch die Jagd bisher nicht verbessert. Studien zeigen, dass die Population von Schalenwild und insbesondere Wildschweinen durch die Jagd, ganz im Gegenteil zum gewünschten Effekt, steigen kann. Denn die Geschlechtsreife weiblicher Wildschweine in bejagten Wildschweinpopulationen tritt früher ein und die Geburtenrate steigt. Zwar sind Wildschweine nützlich für den Wald, weil sie tote und kranke Tiere fressen und den Boden auflockern, doch die Überpopulation schadet wiederum der Landwirtschaft.
Wildschweine werden aus dem Wald in die naheliegenden Felder und Haltungsbetriebe gedrängt. Hier fressen sie Mais und Raps. Außerdem infizieren sich auch Wildschweine mit der Schweinepest, die auf gehaltene Schweine übertragen werden kann. Ich war mit einem Jäger vom Ökologischen Jagdverband unterwegs. Würdest du sagen, die machen schon was besser? Das ist sicher ja, grundsätzlich schon mal tierschutzgerechter in vielen Bereichen als jetzt die klassische Jägerschaft, die unter dem Deutschen Jägerverband zum Beispiel zusammenkommt. Vor allem, dass der Fokus eher darauf liegt, das Schalenwild zu jagen, statt jetzt Beutegreifer, dass auch Totschlagfallen abgelehnt werden, der Abschuss von Haustieren, das Aussetzen von Tieren, damit man sie jagen kann. Trotzdem, laut Tierschutzbund soll nur dann gejagt werden, wenn Wildtiere eine akute Gefahr für den Menschen darstellen. Von Sven Selbert vom Naturschutzbund will ich jetzt wissen, inwiefern wir Jagd als Naturschutz wirklich brauchen. Was würdest du denn sagen? Ist die Jagd ein zu krasser Eingriff in das Ökosystem Wald oder müssen wir jagen, um den Wald zu schützen? Ich würde sagen, die Jagd ist ein Eingriff in den Wald. Aber so wie die Wälder im Moment aufgestellt sind in Deutschland, muss man eigentlich jagen. Denn Wälder sind Ökosysteme, aber gleichzeitig sind die eben in Deutschland auf einem ganz großen Teil der Fläche bewirtschaftete Grundfläche. Deutschland besteht zu einem Drittel aus Wald bzw. Forstwirtschaft. Zwei Drittel sind dicht besiedelt von Stadt- und Landwirtschaft. Dass der Wildbestand sich hier selbst reguliert, ausgeschlossen. Es ist so, dass im Moment eben die Wildpopulationen vielerorts sehr, sehr hoch sind, weil wir eben dann doch nicht die Menge an Wölfen und Bären haben in unserer Kulturlandschaft. Das darf man einfach nicht übersehen. Zusätzlich ist es so, dass in der Natur der größte Killer eigentlich nicht der Wolf oder der Mensch ist, sondern der Winter, wo einfach Nahrungsmangel da ist, wo es kalt wird. Und mittlerweile ist es eben so, dass erstens Tiere im Winter zum Teil gefüttert werden. Wir müssen eigentlich dahin, dass ein Fütterungsverbot oder auch ein sogenanntes Kürrungsverbot für Wildtiere durchgesetzt wird. Und zweitens ist es eben so, dass die Tiere dann aus dem Wald in die Kulturlandschaft gehen und da eben sehr gutes Nahrungsangebot finden. Das heißt, da ist dann auch die Vermehrung dieser Tierarten, die ist sehr hoch. Und dann in den wenigen Zeiten, in denen sie dann halt doch nichts finden in der landwirtschaftlichen Fläche, gehen sie halt dann am liebsten in den Wald und fressen dort eben die wenigen kleinen jungen Baumarten, die sie dort finden, ab. Und das ist eben schon ein Problem. Und da hilft die Jagd durchaus. Wären nicht Zäune eine genauso gute Lösung für das Ökosystem Wald? Zäune werden ja auch als Lösung benutzt, aber es sind definitiv aus der Sicht des Naturschutzes nicht die bessere Lösung, weil Zäune auch was sehr, sehr Unnatürliches in der Landschaft sind. Das heißt, wenn ich einen bestimmten Bereich der Landschaft einzäune, heißt das, dass ich die Wildpopulation, die eh hoch ist, sozusagen noch weiter konzentriere in den außenliegenden Bereichen. Wichtig ist dabei, dass es eben eine Datengrundlage gibt. Die gibt es bislang nicht und deswegen ist das eine Forderung des NABUs. Der ÖJV, Tierschützer und Naturschützer fordern eine Novellierung des Jagdgesetzes. Jeder mit seinen eigenen Schwerpunkten. Eine erstmalige umfangreiche Novellierung zum Schutze des Waldes scheiterte 2021 im damaligen Bundestag. Laut einer Sprecherin des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ist eine Anpassung des Bundesjagdgesetzes im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen. Außerdem heißt es, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft prüft jedoch fortlaufend den notwendigen Anpassungsbedarf des Gesetzes und wird ein Novellierungsverfahren einleiten, falls dies notwendig wird. Maßnahmen zum Schutze des Waldes seien Gegenstand des Bundeswaldgesetzes. Um einen umfassenden Schutz der Wälder zu gewährleisten, werden aktuell laut Sprecherin Änderungen erarbeitet. Die seien aber noch nicht offiziell. Wenn jemand jetzt nicht auf Fleisch verzichten möchte, ist denn dann Wildfleisch das nachhaltigere Fleisch? Man kann ganz sicher sagen, dass Wildfleisch, wenn es weitgerecht, sagt der Förster dazu oder der Jäger dazu, erlegt wurde, dass das das bessere Fleisch ist im Vergleich zum konventionell produzierten Fleisch. Ganz einfach, weil die Tiere bis zum letzten Moment ein Leben in der Freiheit hatten. Auch Wildfleisch gibt es in Bio-Qualität. Da muss man aber etwas beachten.
Wenn das so ist, dass da ein Bio-Label drauf ist, dann bedeutet das eigentlich, dass das kein Wild ist, sondern eine Wildart, die für die Fleischherstellung gehalten wurde und dann auch entsprechend der Bioregularien produziert wurde. Das heißt, gefüttert wurde und die Haltungsbedingungen auch den Bioregularien mindestens entsprochen haben müssen. Das bedeutet eigentlich, es ist kein gejagtes Fleisch. Sondern eben Fleisch von Wildtieren, die wie Nutztiere gehalten wurden. Diese Haltungsform spielt in Deutschland nur eine untergeordnete Rolle. Bei Wildfleisch, das nach Deutschland importiert wird, sieht das aber anders aus. Das stammt häufig von Dammhirschen, die in Gattern gehalten und gemästet wurden. Laut Deutschem Jagdverband wurden 2020 rund 14.500 Tonnen Wildfleisch importiert. Zum Vergleich: Im selben Jahr lieferten deutsche Jägerinnen und Jäger fast 29.000 Tonnen Wild aus den heimischen Wäldern. Importiertes Wild kommt häufig aus Süd- und Osteuropa, aber auch aus Übersee, wie zum Beispiel Neuseeland. Dieses importierte Fleisch hat aufgrund der Transportwege und der Futtermittel laut Institut für Energie- und Umweltforschung fast einen genauso hohen CO2-Fußabdruck wie Rindfleisch. Aus ökologischer Sicht ist importiertes Wildfleisch aus dem Supermarkt also weniger zu empfehlen. Wenn ihr heimisches Wildfleisch kaufen wollt, ob nach ökologischen Standards oder konventionell geschossen, erkundigt euch am besten bei den entsprechenden Landesjagdverbänden oder beim Forstamt. Bei alledem muss man aber trotzdem sagen, dass es natürlich nicht die Lösung sein kann. Also der Deutsche, der konsumiert die Woche ungefähr im Schnitt 1 Kilo Fleisch. Und so viel Wildfleisch würde unsere Landschaft bei Weitem nicht hergeben. Es ist sicherlich keine Lösung für die Nachhaltigkeit in der Breite. Es ist insgesamt ein super komplexes Thema mit Tierschutz auf der einen Seite und Waldschutz auf der anderen Seite. Und ich finde, beide Seiten haben ziemlich gute Argumente. Natürlich wäre es am besten, wenn wir weniger Fleisch essen. Aber wenn wir es doch tun, dann ist Wildfleisch eine nachhaltige Alternative zu Fleisch aus Massentierhaltung. Ganz ohne Jagd wird es, so wie es im Moment aussieht, in Deutschland nicht gehen. Deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir darüber nachdenken und darüber diskutieren, wie in Deutschland gejagt wird. Was man noch beachten kann, um den Fleischkonsum vielleicht ein bisschen nachhaltiger zu gestalten, das seht ihr im oberen Video. Und im unteren Video seht ihr eine Recherche von den Kolleginnen und Kollegen vom NDR. Und wenn ihr uns supporten wollt, freuen wir uns an dieser Stelle wie immer über ein Abo und ein Like.